Feldberechnung, numerische Verfahren, Rechenbeispiel für die finiten Differenzen. So, hier machen wir mal einen kleinen Feldraum, eine Matrix, tragen die Potenziale ein mit 100%, also Hochspannung. Das ist die 1, also normiert in per Unit das Ganze, Werte zwischen 0 und 1. Unten die Erdelektrode mit dem Potenzial 0. Ja, und jetzt ist die Frage, wie lauten eigentlich diese Zwischenpotenziale? Das wollen wir mal mit dem Mittelwertprinzip versuchen herauszufinden. Erstens setzen wir mal alles auf 0, damit die nicht weiter stören. So, im zweiten Iterationsschritt tragen wir auch wieder die bekannten Potenziale ein. Und jetzt nehmen wir mal das hier raus und überlegen uns, wie sind eigentlich die vier Nachbarfelder? Das sind im Moment noch Nullen. Das heißt, das Potenzial ist ein Viertel mal die ganzen Nullen, also 0. Fürs nächste Potenzial sieht das anders aus, 0 plus 0 plus 0. Und jetzt haben wir auf der rechten Seite eine 1 stehen, also haben wir schon ein Potenzial von 1 Viertel an der Stelle. Im weiteren Feld haben wir also 0 plus 0 plus 1 und so weiter und haben die entsprechenden Potenziale. Hier machen wir weiter. Da schreibe ich jetzt 1 64. Ich merke später erst, dass das ein Rechenfehler ist und dann streiche ich das gleich einfach nochmal durch. So, dritte Iteration. Auch hier wieder das Gitter, die bekannten Potenziale. Und jetzt wird wieder gerechnet, Phi. Und jetzt schauen wir mal in die Iteration davor. Wie waren eigentlich die Werte? Oben eine 0, unten eine 0. Auf der linken Seite eine 0. Und rechts hatten wir schon einen Wert. Müssen wir mal gucken. Das war 1 Viertel. Also haben wir jetzt einen neuen Wert von, ja, 1 Sechzehntel ist das nämlich. Ja, und damit weiß ich da unten links, das ist eigentlich auch 1 Sechzehntel. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Also 1 Sechzehntel schon korrigiert. So, weiter geht's mit den Potenzialen. So, früher war das 1 Viertel. Wie sieht das neue Potenzial aus? Also oben plus unten plus links, da kriegen wir jetzt die 1 Sechzehntel rein. Plus rechts, das ist eine 1. Macht dann, und jetzt machen wir es mal ganz ausführlich, dass ich mich nicht wieder verrechne, 17 64. Gut, also das neue Potenzial an der Stelle ist also 17 64. Und so geht es weiter auch mit dem nächsten Feld. Schauen wir mal, was das für Werte hat. 0 plus 0 plus 1 plus, und schauen wir mal in das Nachbarfeld, auch ein 16. Haben wir also ein neues Potenzial von 17 64. Schreiben also auch ein. Gut, und so weiter, Iteration so viel man will, bis sich die Werte nicht mehr ordentlich ändern. Also grundsätzlich kann man sagen, einheitliches Vorgehen, zum Beispiel von links oben nach rechts unten. Achtung an den Rändern, manchmal gibt es nur drei Nachbarn, also der Mittelwert ist dann ein Drittel statt ein Viertel. Warum? Naja, in der obersten oder rechts oder in der untersten Zeile haben wir halt nur drei und in den Ecken sogar nur zwei Nachbarn. Achtung, die vorgegebenen Punkte natürlich nicht kaputt rechnen. Also eine Elektrode bleibt eine Elektrode. Aufhören, wenn sich nichts mehr ändert oder wenig ändert, also wenn die Genauigkeit, das Epsilon, erreicht ist. Neugier, Bildung, Berufung.